Mitglieder des Vorstandes der Partei Freie Bürger Mitteldeutschlands trafen sich am 24. Mai 2024 am Museum Luthers Elternhaus in Mansfeld. Grund war der Besuch eines Vertreters der Partei des Fortschritts aus Köln. Der erst 27-jährige Lukas Sieper ist Parteisprecher und wollte die Damen und Herren der FBM in Vorbereitung auf die Europawahlen am 9. Juni, bei der die kleine Partei aus Sachsen-Anhalt nicht antritt, kennenlernen, da diese im Rahmen des Forums Demokratische Vielfalt seine Partei unterstützen wird. Andreas Koch, Bürgermeister der Einheitsgemeinde Mansfeld und Landesvorsitzender der FBM, stellte dem Gast Mirko Gutjahr, seit 2 Jahren Leiter der Luthermuseen in Mansfeld und Eisleben, vor. Der Historiker und Archäologe übernahm sogleich und entführte den Kölner sowie die FBMler in die Ausstellung Martin Luther, ich bin ein mansfeldisch Kind, die in diesem Jahr ihr 10-jähriges Bestehen feiert. Beginnend mit dem Modell von Luthers Elternhaus, wie es um 1510 ausgesehen haben muss, erhielt Herr Sieper, der selbst Protestant ist, interessante Einblicke in das Leben der Familie Luder, wie sie damals noch hieß, mit dem kleinen Martin als Schulkind. Ich bin heute hier, um eben die Partnerschaft zwischen Partei des Fortschritts und Freien Bürgern Mitteldeutschlands ein wenig zu vertiefen, um sich mal persönlich kennenzulernen und auch etwas über die Kommunalwahl hier vor Ort zu lernen und was die Menschen so antreibt hier in Sachsen-Anhalt. Was hören Sie denn so in Köln über Sachsen-Anhalt? Über Mansfeld-Südharz wahrscheinlich speziell nichts, aber... Also ehrlich gesagt, wenig, muss ich gestehen, aber generell hört man ja relativ wenig über andere Bundesländer, glaube ich. Natürlich, was man, glaube ich, ein bisschen mit Sorge beobachtet, ist der Aufstieg populistischer Parteien, ohne dass jetzt hier der Bevölkerung großflächig was unterstellen möchte. Aber man hört halt auch, dass es viele Probleme gibt, Fachkräftemangel, Landflucht. Bildungssystem, habe ich mir sagen lassen, ist hier in Sachsen-Anhalt ein bisschen besser als in NRW. Die Schulen in NRW sind ja wirklich eine einzige Katastrophe. Aber so wie ich das verstehe, herrschen hier vor allen Dingen die Probleme vor, die im Vergleich zu NRW eher im ländlichen Gebiet sind, dadurch, dass die Bevölkerungsdichte ja einfach geringer ist. Mhm, so sieht's aus. Ja, wer ist denn die Partei des Fortschritts? Die Partei des Fortschritts ist eine Partei, die wir vor 4 Jahren in Köln gegründet haben und die baut auf 2 Säulen auf. Die erste Säule ist, wir sind eine ideologiefreie Partei. Das heißt, wir sind nicht nur rechts, links, Mitte, grün, liberal etc., sondern wir schauen uns wirklich innerhalb des demokratischen Spektrums, sag ich mal, schauen wir uns jede Sache danach an, was nach dem gesunden Menschenverstand und was nach der Wissenschaft Sinn macht. Und nicht nur nach irgendeiner Ideologie oder einer bestimmten Weltanschauung. Jetzt bei der Europawahl konzentrieren wir uns vor allen Dingen auf 3 Themen. Wir möchten, dass die Europäische Union grundlegend reformiert wird, dass die EU transparenter gemacht wird, dass sie entbürokratisiert wird und dass der Einfluss der Wählenden halt mehr zählt in der EU. Dann setzen wir uns für eine konsequente Energie- und Verkehrswende ein. Eben zum einen, dass die Menschen mobiler sind in Europa, sich freier bewegen können, sich kostengünstiger bewegen können und dass wir unsere Energieversorgung ein bisschen autarker von der Welt gestalten, dass wir nicht abhängig sind von Energieexporten von fragwürdigen Staaten. Und das dritte ist, klassisches Thema bei uns immer die Bildung. Wir sind fest davon überzeugt, dass Bildung das eigentlich wichtigste Politikfeld ist, weil Bildung ist immer eine Investition in die Zukunft der Gesellschaft. Da schließt sich der Kreis, weil das wusste ja auch schon Herr Luther. Genau, Tatsache. Also Martin Luther war ja sehr progressiv für seine Zeit. Ne? Man weiß inzwischen, dass er auch in anderen Punkten nicht so gute Meinungen hatte, aber das ist, glaube ich, bei jedem Menschen so. Deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, dass hier heute unser Treffen in Mansfeld beginnt, abgesehen natürlich vom persönlichen Interesse, weil ich denke mal, auch wenn wir Katholiken und andere Konfessionen und Glaubensrichtungen genauso ansprechen, dann wäre Martin Luther sicherlich Mitglied in der Partei des Fortschritts gewesen. Im Anschluss an die kleine Führung durch das Museum Luthers Elternhaus begab man sich in den Mansfelder Ortsteil Rötchen, um sich besser kennenzulernen und gemeinsame politische Positionen bezüglich der Europawahl auszuloten.